Wir haben uns gerade eine frische Kokosnuss gekauft. Lawine da an uns vorbeigeschrubbert ist. Die Straße ist wirklich ein bisschen anstrengend und zwar gerade auch schon ein bisschen flau im Magen und wir haben gerade erstmal ein kurzes Powernapping in so einer Bucht gemacht, weil wir so müde waren auf einmal. Und jetzt fahren wir weiter und haben ungefähr die Hälfte erst geschafft und müssen nachher den ganzen schönen, lustigen Weg noch zurückfahren. Freust dich? Enorm, toll, ne? Ja. Ach, guck mal da raus. Also auch hübsch ist es hier wirklich, aber man muss halt echt einige Stops oder sollte sie einplanen, weil es, wie gesagt, wirklich ein bisschen auf den Magen geht. Mitten im Dschungel. Sieht wirklich lecker aus. Hier gibt es Tacos und hier wird gegrillt. So, wir haben gerade wieder einen Stopp eingelegt. Das zweite Highlight auf unserer Route. Why Napa Napa irgendwas. Ach ja, Strand sollte es sein und zwar schwarzer Sand und da hinten kommt auch schon die Bucht in Sichtweite. Ja, da habe ich wohl trotzdem mein Auswohner. Hier stehen auch viele Warenschilder. Wir gehen mal näher ran. Schatz hat es auch gleich geschafft. Das ist ja immer ein bisschen langsamer. Der alte Mann. Kann man nichts mehr machen. Wir haben sich auf dem Weg zum Beach auch ein paar Camper niedergelassen. Das hier scheint ein kleiner Friedhof zu sein. Und zwar so, wir laufen jetzt ungefähr 3 Millionen Treppen runter. Das ist hier das letzte kleine Stückchen. Und es ist schwarzer. Mal sehen, wie ich mops dann nachher wieder hochkomme. Hallöchen, wir sind jetzt im Wai Napa Napa National State Park angelangt. Und hier ist dieser bekannte Strand mit schwarzem Sand. Abbiegen. Da links steht irgendwie so ein Tee. Wir wissen aber auch nicht, ob wir Menschen leben.
Wir haben noch keinen Menschen gesehen. Los! Guten Morgen, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kihei Café. Wir haben gestern in Hana ein deutsches Pärchen kennengelernt und mit denen sind wir jetzt im Kihei Café zum Frühstück verabredet. Man hört die Vögel zwitschern. Hier steht ein Foodtruck. Daran Zoom geht nicht mit der Kamera, egal. Da vorne ist das Kihei Café. Es ist extremst besucht, aber man soll sich nicht abschrecken lassen, zumal es da sehr schnell vorangeht. Was los? Es scheinen zwei sehr beliebte Geschäfte zu sein. Die Schlange ist lang. Tina? Wir stellen uns da gleich mal an. Wir sind nämlich ein bisschen ausgehungert. Wir warten jetzt noch auf unsere Fahrt. So sieht unser Frühstück aus. Ich habe French Toast mit Banane. Was hast du? Bohnen mit Ei und... Jetzt auf dem Weg zum Haleakala. Da vor uns fahren Boris und Sita mit Maxi und Matteo im Auto. Die wollten gern zusammenfahren, die beiden Jungs. Und wir freuen uns jetzt, wenn wir im Nationalpark angekommen sind. Dort sind es zurzeit 5 Grad. Oben auf dem Haleakala sogar nur 0. Und es regnet hier auch leicht mal wieder. Aber das war heute auch für den ganzen Tag angesagt. Jetzt geht es hier steil nach oben. Es knackt auch schon ein bisschen in den Ohren und die Temperatur ist schon merklich gefallen draußen. Ich habe eben mal kurz die Hand aus dem Fenster gehalten. Das ist toll. Wie ihr seht, sehen wir hier fast wirklich gar nichts mehr. Der Nebel ist so dicht oder die Wolken vielmehr. Man sieht die Fahrbahn noch, aber sobald man links oder rechts rausguckt, ist es eine einzige graue Wolken. Eine Brühe. Es regnet und ich weiß, wer keine Regenjacke hat. Hi. Mittlerweile hat sich die Landschaft hier ziemlich gewandelt. Es ist deutlich weniger grün und ziemlich viel Geheul. Wir haben es jetzt mal gewagt auszusteigen. Wir haben uns mal ein bisschen wettergemäß gekleidet und besteigen jetzt mal hier die restlichen paar Höhenmeter zu Fuß. Ein bisschen schwummrig, glaubst du mir das? Ja, vielleicht ist die Höhen. Vielleicht, weil du erst auch. Laufen sie langsam bei der Höhe. Klirrend kalt hier oben. Im Hintergrund sieht man die Sternstation. Jetzt verschwindet sie gerade in den Wolken. Eben war sie noch erkennbar. Aber ich glaube, höher geht es jetzt auch einfach nicht. Wir sind hier am höchsten Punkt angekommen. Und hier wächst auch nichts mehr. Es ist wirklich nur noch dieser rote Sand, den man hier sieht. Und ach so, da, guck mal, da wächst noch was. Ein bisschen grün. Da kommt mein eingefrorener Gatte.